Moin Leute, der Vex hier und willkommen zur Full Conversation Mod Tenebrous Lake. Ja, nach langer Zeit gibt es mal wieder eine Full Conversation Mod bzw. eine Custom Story von Amnesia. Das ja schon lange nicht mehr gab. Ich habe gute Rezensionen davon gelesen und auch gehört, dass sie wirklich gruselig sein soll. Ja, deshalb habe ich mir gedacht, komm, mache ich die einfach mal. Denn eigentlich wollte ich Doom 3 als Let's Play starten, aber das will ich erst mit meiner neuen Cam machen, weil die hier ist mir ein bisschen zu schlecht. So, die Mod gibt es nur in Englisch, das heißt, dass, ja, dass sie eben nur Englisch sein wird, aber das war bei Amnesia bisher immer ein leicht verständliches Englisch, also denke ich, dass das hier jetzt nicht unglaublich schwer sein wird. So, wir starten direkt mal. Mein Zimmer ist auch, in meinem Zimmer ist das Licht aus, wow, das ist ja schon ein Fortschritt. So. Ich bin mal gespannt, wie es so sein wird. Ich mach direkt mal den Sound ein bisschen lauter. Auf 6. Das fällt ja schon mal gut an, wenn wir jemanden spielen, der sich an nichts erinnern kann. Do not fear the darkness. Naja. Sage ich mir auch immer, wenn ich nachts aufs Klo gehe. So. Klappt's? Also wir sind nachts draußen bei Regen im Pyjama. Das würde ich nicht unbedingt jedem empfehlen, aber gut, jedem das seine. Der Mond sieht mal ziemlich komisch aus. Ich muss die Maus etwas langsamer machen. Hier, Maus Sensitivity. So. Ja, das ist schon besser. Chapter 1. Tenebrous Lake. So. Ich gehe mal davon aus, dass das unser Haus ist. Was irgendwie ziemlich zerstört ist. Tja, das bringt selbst eine Unterdachung nichts. Wo ist Felix? Holy fuck. Er ist immer in der Fridge, wie immer. Of course. Und Christine? Sie ist in der Forest, I think. Ich denke mal, dass das hier Felix sein soll. Das wird dann wohl ein Familienfoto sein. Das können wir anfassen. Operieren! Why am I in this photo? Is this my family? I think so. Oder warum sollte hier sonst ein Bild davon sein? Naja, okay. Und das ist dann Christine. Okay. Ich mache jetzt die Lautstärke doch mal auf 5. Bevor ihr doch zu laut, bevor ich doch zu laut bin. Oder Quatsch, der Ingame-Sound zu laut ist. Und nicht zu leise, das will ich nicht. Ja. So, eine Brücke. MLG, Bro, Bitch. Ja genau, und ich springe auf die falsche Seite. So, ein Zettel. May 13th, we're finally here. It's been a long journey, but we finally arrived at Tenebrous Lake. I won't lie, the place is smaller than I expected. And I'm still not sure why Ed was so insistent that we must live so close to his place of work. Maybe I just being negative. The view from the front steps is absolutely gorgeous. And Edward says we can start expanding the house as soon as he's finished unpacking all the boxes. I can already tell that Christine seems interested in the nearby forest. I'm sure Felix will enjoy going for a swim in the lake on a hot day. Truth be told, I think our family's gonna be quite happy in our new home. Okay. Wer zur Hölle ist jetzt Edward? Auf jeden Fall. Ah, okay, ich schätze mal das. Nee. Haben wir das jetzt gerade gelesen? Ja, wenn wir das gerade gelesen haben, dann gehe ich mal davon aus, dass Edward unser Vater ist. Nee, wer hat das geschrieben? Naja, egal. Werden wir bestimmt irgendwann herausfinden. Okay, safe. Ist aber cool.
Wir können jetzt. Wir können, oh, das ist voll cool. So, okay. Spiel gespeichert. Das ist ein ziemlich langer Weg. What the fuck? Oh nein, nicht die Teile. Ich hasse sie. Okay. Können wir irgendwie zur Seite gehen? Ne, hier nicht. Ah, okay, okay, ist klar. Ah, okay, wie leicht. Na, oh Gott. Das ist kein Hindernis für mich, nein. Niemals. Wow! Okay. Das gefällt mir nicht. Wo sind wir zur Hölle? Oh nein, das gefällt mir gar nicht. Das hier kein. Oh fuck. You need to find a lantern before you. What? Was war das? Okay, es ist nicht cool. Ach du Scheiße. Nachts im Dunkeln rumzulaufen. Das ist schlimmer als nachts aufs Klo zu gehen. Why not? Geh mal runter. Wo sollen wir auch sonst hin? Heilige Scheiße. Okay. Can't see shit. Ja, das kennen wir ja schon alles. Aber wo zur Hölle sind wir gerade gelandet und. Geht's hier lang? Nee. Okay, schauen wir uns erstmal um. Vielleicht finden wir eine Laterne. Wäre ganz praktisch. Wieso können wir die ja nicht einfach mitnehmen? Aha. Hier ist echt nichts für uns. Cool. Ach Mann, ich will jetzt eine Laterne. Okay, wir können da lang. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht hier unten. Ein Stein? Okay. Ich glaube, wir können ja noch gar keine Laterne bekommen. Das ist alles extrem geil gemacht. No matter how dark the moment, love and hope are always possible. Das war sehr philosophisch. Er sieht voll cool aus. Gefällt mir. Also ich sehe schon, das wird eine Custom Story mit... eine Full Conversation Custom Mod Story, whatever. Mit einer sehr intensiven Geschichte. Und weniger Jumpscares. Locked. Gefällt mir. Ah, locked. Okay, geht's hier unten irgendwie weiter? Aha. Dungeon Entrance. Aha. Oder Entrance. Life's but a walking shadow. A poor player that struts or frets his whore upon the stage. And then is here no more. Oh, ich liebe diesen. Ich liebe es. Wenn das Spiel nicht reagiert, ist fast so schön wie Weihnachten. Chapter 2, anyone here? Oh, das ist... Wow. Intense. Okay. This is the entrance to the dungeon. You see that big door? No. That door is preventing anyone doch. From escaping this place. I see. Is there no way to open it? Not unless you have the key for the machine room where the lever is located. Okay, danke. What the fuck?
Scheiße. Okay. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ich bin auch schwer davon überzeugt, dass man hier nicht langkommt. Dass man hier nicht wieder nach oben kommt. Ah, oder doch. Oder doch. Gut, gut, gut. Boah, ich sehe gar nichts. Wie behindert bin ich denn runtergefallen, dass ich nicht mal an die Leiter gekommen? Ah. Ach so, okay, alles klar. Wunderbar. Ja, das sowas passiert aber auch nur mir. Dass ich direkt mal die Scheiße hier runterfall. Oh. Holy shit. Das ist übelst atmosphärisch hier. Alter. Was ist das denn? Das ist voll neu. Und es gefällt mir nicht. Die Viecher sehen voll krasser aus als die Amnesia-Viecher, die ich bisher gesehen habe. Gefällt mir. Okay. Boah, das ist voll krass gerade. Ich kann das nicht beschreiben. Auf jeden Fall bekomme ich ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich sonstige Amnesia Custom Story spiele. Auf jeden Fall dunkler. Und angsteinflößender. Ich will eine scheiß Laterne. Okay, was ist das überhaupt? Ach, es geht weiter. Oh, ach so, doch, ja klar. Aber hier unten gibt es nichts mehr. So. Dann hätten wir aber noch da drüben was. Oh, das sieht so episch aus. Gib mir das hier. Oh! 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 Fuck. Boah, nee, ey. Also still, gefällt mir nicht. Ich mag Stille nicht. Auf Stille folgt immer irgendwas Abartiges. Was war das gerade? Achso. Hat nochmal Hintergrund gewechselt. Nichts Angsteinflößendes. Überhaupt nicht. So, was haben wir hier? Oh nee, die Teile sehen wir. Die erinnern mich zu sehr an Silent Hill. So. Aber die sind voll besser. Also die sehen voll besser aus. Als die normalen Amnesia-Viecher. Fuck, ist es dunkel hier. Ich sehe mal. Kann ich hier lang? Ah, okay, hier kann ich nicht lang. So. Ist ja wohl klar, wo ich lang gehe, wenn da. Wenn da totaler Nebel ist. Ah, okay. Sehr, sehr geil. Oh, da kommen wir sogar durch. Kommen wir da auch auf Sabinos oder geht die Tür nicht auf? Ja, die Tür geht auf, aber wahrscheinlich kommen wir da auf Sabinos. Ja. Yeah. Puh, zur Hölle. Jawohl, bitte. Na, war ja klar. Was ist da drin? Sieht aus wie Wasser. What the fuck is that? Okay, das ist die Laterne. Sieht irgendwie voll komisch aus. So, brauchen wir aber gerade eh nicht. Da
Der Knüppel sieht mir nützlich aus. Ein Hammer. Okay. Brauchen wir gerade aber nicht. Zumindest gehe ich davon aus, dass wir ihn nicht brauchen. Ah, wir brauchen ihn. Diesen Knüppel. Na, eigentlich ist es ja gar kein, Knüppel. Wo hab ich ihn jetzt hingeworfen? Fuck. Ah, okay. Komm mit mir. Oh. Oh nee, ey, das Symbol, das habe ich jetzt gesehen. Scheiße. Das war's. Jetzt sind wir gefangen. Wo auch immer uns dieser Weg hinführen wird, wir werden nicht zurückkommen. Meine Maus vibriert. What the fuck? Na, okay. Oh, ich hab Angst. Ja, nee, ist klar. Nee, da. Ja, gut, da werde ich reingehen. Are you serious? Oh, nee. Bitte. Oh! Oh, okay. Ich höre irgendwas, das schmerzt. Oder irgendwie was, das ist. Gefällt mir nicht. So. Links oder rechts? Ich gehe lieber mal rechts. Ah, ein Schlüssel. Zwei Schlüssel. Dungeon Key und Machine Room. Jawohl, Machine Room Key. So, jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wo der Machine Room ist. Okay. Bitte lass es mit deinem Maschinenraum sein. Natürlich nicht. Das kommt mir alles ziemlich bekannt vor. Oh. Gut, dann lass uns mal zurückgehen und ja, uns auf der linken Seite umschauen. Moment, das war. Das ging hier lang. Also, nicht wundern, falls bei Commentary gerade ein bisschen. Naja. Okay, hier geht's auch nicht lang. Ein bisschen, wie soll ich sagen? Leise ist? Keine Ahnung, wie ich das jetzt beschreiben soll. Ich rede einfach recht wenig. Weil das Spiel gerade einfach ziemlich atmosphärisch ist und ich das nicht kaputt machen möchte. Das ist einfach kein Spiel, wo man viel reden muss. Oder sollte. Ja, es ist einfach so. Wo zur Hölle muss ich hin, meine Fresse? Ah, okay, dann werde ich mal davon ausgehen, dass hier der Maschinenraum ist. Sollte ja auch besser. Jawohl. Oh, scheiße. Ich weiß jetzt schon, dass wir irgendein Zahnrad brauchen oder so. Nein. Nein. Nein, gut. Klemmt. Okay, der hat irgendwas ausgelöst. Frage ist nur was. Oh, das wäre so böse, wenn hier jetzt auch einfach aus dem Nirgendwo ein Monster kommen würde.
Ah! Nice. Ja, ja, diesmal fahre ich nicht runter, Bitch. So. Safe. So, Leute, ich würde aber auch mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.